aber los. Jungs! Wo wollt ihr hin? Ja, nach Köln, zur Gamescom. Ey, die Gamescom ist online. Oh, fuck, Alter, ey. Ich hab dir doch gesagt, da ist irgendwas im Busch. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Ah, bitteschön. Oh, Popcorn! Ja, Sigi. Ja, cool, vielen Dank. Tja, und wie ist? Ja, Games come at home, würde ich mal sagen, ne? Ja, nicht so der Burner, ne? Ein bisschen anders als letztes Jahr. Tja, wie und ob es gut wird, werden wir jetzt sehen. Lass mal reingucken, oder? Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. I hope tonight reminds you why you love to play games. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. We need your help. Not him, the Falcon. I am a Jedi, like my father before me. Medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career, and the fans have been there ever since.
To this day, it's one of my proudest works. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. It'll be a wild ride, but we'll get you there. Like I said, boom! There are things and people I'm willing to sacrifice myself for. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. Nicht nur das Popcorn ist leer. Wir auch. Auch wir und unsere Nerven sind ein bisschen am Ende. Ach ja. So extrem würde ich das jetzt nicht sagen. Es ist nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten und wie ihr es auch wahrscheinlich gerne gehabt hättet. Kleines Fazit. So brauchen wir eine Gamescom nicht mehr und hoffen einfach, dass das Jahr 2021 wieder alles mitbringt, was wir so an dem Thema Gaming und Gamescom lieben und auch vermissen. Genau. Warteschlangen bis zum Umfallen. Gestank. Volle Gänge. Schlechte Gimmicks. Gab es überhaupt Gimmicks? Ein paar. Völlig überteuerte Getränke und Essen. Ja, deshalb selbst was mitbringen, wo du dann die Hälfte sowieso wegschütten darfst, weil du das nicht mit reinnehmen darfst. Ja, und natürlich die Leute treffen. Business Hospitality Tickets und damit dem armen Volk zeigen, was man für ein cooler Typ ist. Also, die gab es ja auch ohne Ende. Ja, eben wollte ich gerade sagen, die hat ja gefühlt jeder gehabt auf der Messe. Nee, ich habe hier einen VIP-Ticket. Ja. Du nicht! Ja. Gamescom 2021 wird besser als Gamescom 2020, das sei euch gesagt. So sieht's aus. Ja, und jetzt würde ich eigentlich nur noch das Übliche abspulen. Genau, ihr müsst hier diesen Button abonnieren klicken. Und die Glocke dürft ihr auch klicken. Kommentiert fleißig, ob es euch gefallen hat. Schaut einfach mal, wenn ihr genauso wehmütig seid, in die Videos vom letzten Jahr rein. Wir haben mit den Rocket Beans gesprochen, ein leicht kleines Quatschtett gemacht. Ja, Quatschtett ist ja richtig. Genau. Und haben viel Spaß gehabt. Also, wenn ihr genauso wehmütig seid wie wir, schaut da nochmal rein und lasst da auch nochmal ein Like da. Genau. Drum, kann nicht schaden. Ja, drum sage ich jetzt... Warte mal, du hast schon mit Abonnieren gesagt, ne? Dann kann ich meinen Standardspruch ja gar nicht abspulen jetzt. Ja, bis zum nächsten Mal. This is an original world, original flora, original wildlife, original architecture.